Florenz des 21. Jahrhunderts, aufbauend auf Leonardo da Vinci, der nur der Da Vinci geworden ist, den wir alle kennen, weil er in der Nähe von Florenz, in Vinci, aufgewachsen ist und Florenz der Hub der Renaissance war. Poland. Good morning from Custodia. Heute ist schon mein letzter voller Tag hier vor Ort. Morgen fliege ich wieder nach Bali. Die Gruppe wird noch eine ganze Woche hier bleiben, weiter umsetzen und danach gehen wir noch 13 weitere Wochen online die Journey. Also wir fangen gerade erst an und gleichzeitig geht so ein erstes Kapitel. Zwei Wochen Deep Dive hier mit mir. Daily Processes, Daily Coachings, Daily wirklich in die Tiefe gehen. Geht schon zu Ende. Und deswegen ist heute mein ganz starker Fokus darauf, nochmal wirklich so jeden oder jede bei den individuellen Quests bestmöglich zu supporten. Ganz viele Einzelgespräche, heute gibt es keine großen Gruppenjourneys, ganz viele Einzelgespräche, um dabei zu unterstützen, das in die Welt zu bringen, das zu gebären, was geboren werden möchte. Das ist ja auch das, wo wir hier sind. The Incubator for Birthing the More Beautiful World. I connect first, hat schon mal in der Umsetzung gut geknackt, oder? Wo ist der Fuchs? Da. Da ist der Fuchs. Da. Und dann I rock the stage no matter what. Auch schon mega Progress gemacht. Auf mehreren Ebenen. Kann einer mal vielleicht. Ja. Erstmal, genau, gestern Morgen hatte ich schon mein Insta-Debüt mal wieder. Und heute Morgen habe ich gleich weitergemacht damit. Und gestern mit Robert haben wir auch einen Weg gefunden, wie ich täglich eigentlich eine Bühne haben kann. Ne? Voll geil. Und gleichzeitig noch das Thema Support, also Family Support vor Ort auf Kreta. Alles in einem. Also ich habe das Gefühl, ich bin schon Lichtjahre weiter und ich arbeite erst seit anderthalb Tagen an dem Quest. Oh, und das ist so ein neuer Horizont. Ich habe dann gestern auch, das Max schon gleich erzählt, die Idee ist, einen Content Creator nach Kreta einzuladen, der uns begleitet auf unserer Reise und das auch Videoskills hat, so wie Robert, und das auch dokumentieren kann. Und ich war noch in meinem, ich kann ja ein bisschen Podcast machen, stuck wieder. Was mache ich ja schon seit Jahren. Und das kann ich auch. Und das ist relativ easy umzusetzen. Aber jetzt zu wissen, dass da jemand ist, wo ich weiß, dass Video sowieso das allerbeste Format ist. Und dass ich aber nicht nur dadurch mehr Arbeit habe, sondern mir sogar alles abgenommen wird und ich dann noch mehr Zeit miteinander verbringen kann und sie nicht abgeben muss, um zu arbeiten, sondern zu integrieren. Und ich hatte Robert schon gesagt gestern, ich hatte ja diese Vision die ganze Zeit und die Message. Und immer wenn ich gesagt habe, auch zu meiner Family oder meiner Mama oder Josi oder so, ich weiß, ich kann einander integrieren in meine Arbeit und wir können es zusammen Mehrwert schaffen. Und alle mich immer angucken, ja, wie willst du das denn machen? Wie sieht das denn aus? Und ich so, ich weiß es nicht, aber ich weiß, also jetzt weiß ich es noch nicht, aber ich weiß, dass die Lösung da ist und dass sie kommen wird und dass das. Und jetzt ist sie da und das ist so schön, weil ich weiß, dass ich schon wusste, dass es möglich ist, aber noch nicht die Lösung hatte. Und das vielleicht hilft euch das auch oder David, vielleicht trust the process. Dass es so wichtig ist, wenn man das Gefühl hat, dass es kommt, dass man darauf vertraut und nicht jeden Tag, wann ist es jetzt endlich da und warum habe ich noch nicht die Lösung? That's just saying. Aber ich kenne das ja und dann einfach zu wissen, so. Und auch, ich habe auch nicht erwartet, ich komme hierher und das wird am Ende dabei rumkommen, sondern ich habe gesagt, wird ein Teil meines Weges sein und ja, und jetzt ist der Moment da und das ist schön. Ja. Das ist ein geiler Fortschritt. Wie schön. Ja, ich wollte auch. Ja. Und es ist so spannend, weil ich auch gefühlt habe, ich hatte sogar eine potenzielle Nanny auf Kreta, ne? Aber ich habe immer so,
Apps und irgendwas, das hat immer gehakt, irgendwas. Mhm. Ich so, Mist, da muss ich mich auf Zeiten festlegen, weil die muss ja wissen, wann sie kommt, wann nicht. Und so weiter, also es waren immer wieder along the way, nee, so noch nicht, so noch nicht, so noch nicht. Ah, so. Aber erst dann wurde es mir klar, so, okay, das führt alles zusammen. Und dann habe ich heute Morgen schon Aufruf gemacht, ne? Robert. Weil ich mir dachte, kann man ja schon mal ins Universe gehen. Vielleicht kommt ja schon jemand. Saugeil. Auch wenn ich die Details noch nicht habe. Ja. Mega nice. Schön. Jesus. Love it. Manifestation versus force. And it, now it's leaning towards manifestation. The videos just sort of happen, the technical fluency just sort of, it was like Robert was just guiding me through so many parts and so many things just became very easy for me to see in my mind that, oh, I could just do it like this and this and I already have this thing at home. And I just saw a lot of blocks just and I wasn't forcing it. And you can push yourself to do something or you can just be flexible and you just sort of watch yourself doing it in the moment. There's actually research on it that you can't create new habits with by being the same person. It's much easier to just shift your identity and decide that, oh, I am a person who gets up at 5 a.m. every morning and goes jogging now. That's who I am. And then it becomes effortless. So. Yeah. I am a YouTuber now. Whoa! I love it! I follow you. Beautiful. Beautiful. Me too. Was hat die Kamera denn schon wieder dazu so? Was hat die Kamera dazu so? Mara? Ja, nee. Aber nimmst du die überall mit? Immer. Wirklich jetzt? Auch bei ihm hattest du die mit und bei. Und dann noch mit einer Plastikflasche, das möchte ich auf gar keinen Fall. Kannst du auf dem Stuhl sitzen? Ja. Echt? Achso, nee, auf dem Boden. Ja, ich mega. Super gern auf dem Boden. So, Mara, wie schlimm war das jetzt? Ich bin Mainstream. Du bist Mainstream? Ja. Wir haben jetzt die Motherfucking Stage Baby gebaut. Mhm. Das ist meine Stage. Und wir können jetzt hier, können wir schon deinen Kanal verlinken, oder? Ja. Ich bin so sehr dabei auf YouTube. Warum bin ich eigentlich so schüchtern? Weiß ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Du bist auf der Stage. Ja. Das wird gut. Ja. Das wird sehr, sehr gut. Wir haben ganz viel gerade über das Prozess-Sharing gesprochen. Und wie powerful es ist, Menschen auf ihre Journey mitzunehmen. Und was ich bei Mara so besonders finde, ist, dass sie so offen ist und alles bereit ist zu sharen. Und die meisten Menschen so viel Angst haben, oh, es ist nicht perfekt und es ist nicht dies und es ist nicht das und ne und so. Und du bist einfach, okay, radikal offen und gibst es raus. Ja. Und das ist ein großes Geschenk. Das ist ein ganz, ganz, ganz großes Geschenk, was wir Menschen machen können, weil es den Mut gibt, ebenfalls auf der eigenen Journey zu sein. Ohne halt das typische Insta, okay, bei allen anderen ist immer alles irgendwie schon fertig und so. Ja. Aber that's not real life und das dürfen wir sichtbar machen. Und das nicht nur in einem Insta-Story-Format, was irgendwie am nächsten Tag wieder weg ist, sondern halt wirklich... Ja, was mein Approach auch ist, diese Reise zu zeigen, so dass jemand in 2 Jahren an den Anfang zurückgehen kann und sagen kann, wow, this is how it started. Ja. Das dürfen wir kreieren. Ja, vielen Dank. Ja. Das ist hier schon sehr. Oh wow, guck mal, das ist so ein gesamtes Wurzelwerk, was rausgerissen wurde, weil die Bäume umgekippt sind. Heftig. Heftig. Guck mal, wie riesig. Ja, ich weiß.
Oh, wow. Aber der hatte wohl... Ja, doch hier. Nee, der hatte keine tiefen Wurzeln. Ja, ja. Das ist ja... Das ist ja komplett crazy. Wild, hä? Wie ja, gut, hier natürlich schon einiges rausgerissen, ne? Aber die ist wow. nicht in die Tiefe gegangen. Unser Meetingtisch. Ja. Geil. So, einladend halt selber zu erkunden, ohne irgendwie irgendwelche Agendas überzustülpen. Ich spüre bei dir diese Systematisierungsstruktur, CEO-Komponente spielt bei dir wesentlich mehr noch als bei mir. Ich habe das Gefühl, ich bin sehr schnell neue Dinge zu starten und sehr schnell in neue Richtungen zu gehen und gleichzeitig so ein Big Picture und so eine Vision zu sehen. Aber ich bin weniger gut darin, so ein Working, Running Thing zu bauen, was so im Alltag so gut irgendwie gut funktioniert. So, weil ich das Gefühl habe, so, ich glaube, das ist auch eher so ein Generator-Skill, der halt so in diesem, okay, lass uns hier eine Schraube drehen. Ah, da wird das optimiert, das, dann passiert das. Ah, wenn wir das austauschen, dann hier. Ja. So, also ich kann mich da voll reindenken und gleichzeitig ist das nicht so mein tagtäglicher Modus irgendwie. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass das etwas ist, was für dich ganz easy ist und was dir ganz, ganz leicht liegt, so in diesem, in diesem Puzzle auch irgendwie so unterwegs zu sein. Und ah, hier was, ah, okay, dann passiert das. Ah, interesting, okay, machen wir einen Test und dann, so. Das ist exakt das, was ich jetzt die letzten 5 Jahre in diesem Unternehmen gemacht habe. Ja. Genau das. Also das war auch 80% meiner Zeit. Ja. Also natürlich dann noch in der Kombination mit Menschen und das an die richtige Stelle und so weiter, aber das ist genau das. Und das hast du recht, das ist das, was mir am meisten Freude macht. Ja. Das ist... Ja. Ja. Okay. Back at home. Beautiful. Deutsch. Wunderschöne kleine Fahrradtour in dem Białowieża Forest mit David. Und gute Masterplan-Session. Wir haben nämlich beide den Quest, so ein New Paradigm Living Space zu kreieren. Er nennt es ein Florenz des 21. Jahrhunderts. Aufbauend auf Leonardo da Vinci, der nur der Da Vinci geworden ist, den wir alle kennen, weil er in der Nähe von Florenz, in Vinci, aufgewachsen ist und Florenz der Hub der Renaissance war. Wo ganz viel Kreativität, ganz viel Innovation, Erfindungsgeist präsent war. Und wenn er 1000 Kilometer weiter westlich in Spanien geboren wäre, wo in dieser Zeit noch eine ganz andere spätmittelalterliche Energie präsent war, die von ganz viel Impulsivität und Warrior-like Mentality geprägt war, wäre er mit Sicherheit nicht das feingeistliche Genie geworden. Und deswegen sein Spirit ist so ein Ort für die heutige Zeit zu kreieren. Und das ist ja genau das, was ich vorhabe mit Custodia. Und deswegen haben wir gesagt, wir schließen uns zusammen. Und wir werden auf diesen Quest gemeinsam gehen. Nicht nur für unsere jeweiligen Orte. Ihn zieht es ganz, ganz stark nach Madeira, mich nach Bali. Sondern auf der Metaebene zu versuchen zu erkunden, was sind die Zutaten, was sind die Ingredients für so ein New Paradigm Living Space, mit dem Ziel, das auch für andere Menschen sichtbar und accessible zu machen und nutzbar zu machen. Und nicht nur auf unsere Orte fokussiert, sondern ja, so mit dieser systematischen What are the puzzle pieces? Energie. Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich richtig drauf. In mir schwebt schon die ganze Zeit dieser Wunsch, so das, was ich in Bali mache, nicht nur irgendwie für diesen einen Ort, sondern wirklich so, ja, so eine Art Blueprint zu kreieren. So eine Art Blueprint, was braucht es, um so ein New Paradigm Living Space zu erschaffen? Und was braucht es, was müssen auch an diesem Ort für Kriterien gegeben sein? Und dann beide so dieses Bild von, alle Kriterien zusammenzubringen, was da für den richtigen Ort gegeben sein und so einen Guide zu erschaffen von these are the top 10, top 15, top 20 places in the world where everything is coming together that is necessary for such a new paradigm living space. Das zu erkunden. Oh, das wird
Nice. Challenging? Unsere drei Kriterien. Frightening? Yes. Meaningful? Yes. Deeply meaningful. Exhilarating? Energizing? Exciting? Hell fucking yes. Schönen letzten Abend mit dem Roberto. Lass uns das weltweit größte Recyclingdorf bauen, einen Bildungsort zu Thematiken, die uns als junge Generation am Herzen liegen und die gleichzeitig den Menschen vor Ort in vielen verschiedenen Art und Weisen ja, einen Benefit schaffen. Ich bin Miri von der Umweltschutzorganisation Project Wings. Seit 2019 errichten wir in Sumatra, Indonesien, das größte Recyclingdorf der Welt. Ein Ort, an dem humanitäre Hilfe mit Natur und Tierschutz verbunden werden. 2019 haben wir die erste Trashbank der gesamten Region errichtet. Seitdem sammeln wir Müll der Region ein, aus dem wir wieder neue Produkte herstellen. In den letzten 5 Jahren ist hier Unglaubliches geschehen. Hier ist er wieder, der abendliche Nach-Sauna-Take. Richtig schöner letzter Tag in Polen. Ganz viele. Und fast mit der ganzen Gruppe heute nochmal jeweils eine Einzelsession gemacht. Sehr gut. Sehr kraftvoll. Quests gehen voran. Guter Tag. Sehr, sehr guter Tag. Morgen reise ich ab. Wieder zurück nach Bali. Freue mich sehr drauf. Und gleichzeitig unglaublich dankbar für diese letzten 2 Wochen hier. Der Start in unserer Custodia Journey. Herzenseinladung. Und ihr spürt, ihr wollt gerne Teil von so einer Reise sein. Bewerbung für Custodia Bali im Dezember ist geöffnet. Alle weiteren Infos im Link unten.